Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei Minecraft und wir haben einen Spawner gebaut. Und ich denke mal, den werden wir jetzt auch gleich mal aufbauen gehen. Auch wenn wir ihn aktuell noch nicht so richtig mit Energie betreiben können, schauen wir einfach mal, wie es hier unten aussieht. Habe ich alles dabei? Ja. Die Fragen aller Fragen. Wo kommt was hin? Ich bin am Überlegen, ob wir den Spawner dahin bauen. Und hier nachher den Big Reaktor. Und dann können wir uns eventuell hier drüben dann irgendwie auch mal austoben mit unserem ME-System, wenn es soweit ist. Ich höre hier irgendwie Stimmen. Ist das der Spawner oder sind hier irgendwie Monster auf der Nähe? Ich habe hier so unterschwellig. Aua. Habe ich Stimmen gehört? Ich kenne mich ja mit diesem Spawner nicht so richtig gut aus. Aber es könnte sein, dass das der Spawner war, oder? So, okay, wir fangen mal an. Wie machen wir das? Ich hätte mal noch ein paar Steine mitnehmen sollen. Das machen wir mal noch. Ich glaube, das ist der Spawner, oder? Haben wir noch Cleanstones hier drin? Ja, haben wir. So, den Schüssel nehmen wir auch mit. Okay, so. Na, zack. Na, hier ist Quatsch. So. Habe ich den Schüssel jetzt mitgenommen? Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Sorry, ja? So, nicht durcheinander, sondern hier. Ich will hier viel schaffen, aber mich auch nicht allzu sehr verhaspeln. Von daher werde ich mich wahrscheinlich tierisch verhaspeln. So, okay. Wie groß wird er? Ich baue mal hier noch einen Boden mit rein. Wir brauchen ja einiges. Also, ich will, dass er groß wird. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen... Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr groß, weil ich keinen Bock habe. Halt, wir brauchen noch... Die machen wir jetzt mal zu da drüben. Wir brauchen zwei davon. Und welche waren denn das? Ich guck nochmal schnell. Polierter Steinziegel. Ja. So. Ja, ich habe nämlich keine Lust, dass die dann draußen spawnen. Die sollen schön in dem Ding spawnen. Wir schauen mal, wie groß... Ich weiß nicht, sieht man das? Nee. Das sollte doch aber reichen, oder? Oder? Könnte auch wieder eng sein. So. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Fackel, bitte. Ja, mit der Beleuchtung haben wir uns hier noch nicht wirklich auseinandergesetzt, ne? Na, wir werden es schon machen. So, wir bauen jetzt erstmal hier ein kleines Räumchen. So, unten drunter kann ja eigentlich gar nicht so viel spawnen, oder? Ist die Frage, wenn wir den, was der für eine Range hat, wenn wir den hier aufbauen. So. Zack, 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 zack. Blups. Und es Licht, die Lichtverhältnisse müssten ihm eigentlich egal sein, oder? Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Ich setze mal noch ein paar Fackeln, einfach mal nur sicherheitshalber. So, weil es doch sehr dunkel hier drauf ist, aber soll ja auch. Die nehmen wir mit. Okay, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Komm, machen wir noch die beiden hier. So, 12, 13. Hier hätte ich auch gleich mal mitzählen sollen. Kann ich mal gleich mal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, machen wir mal so. Ist auf jeden Fall großzügig. Eigentlich war das völliger Quatsch. Das hier fällt mir jetzt im Nachhinein ein. Den Stein jetzt hier zu benutzen, wenn wir hier mit diesen Bells arbeiten. Naja. Okay, wo haben wir die Mitte? Was haben wir gesagt? Wir haben jetzt 11, also 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Dann ist das derjenige welche. So. Ich glaube, die Fläche ist sehr großzügig. Ich glaube, so viel Platz brauchen wir nicht. Ich glaube, so viel Platz brauchen wir nicht. Naja, komm, sicher, sicher. Und habe ich jetzt ehrlich schon alles verbaut, was wir an Cleanstone hatten? Tatsächlich, so ziemlich. So ziemlich. Egal, wir wollen es großzügig. Ist alles kein Problem. Nehmen wir den Rest hier mit. So, und gehen wieder runter. Runter. Okay, und da wird gleich schon mal gespawnt. Dann, so. Dann, da hinten liegt noch ein Steinchen, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit, habe ich gesagt. So. Dann machen wir dieses hier. Was wollte ich? Das wollte ich. So, und das ist was für ein Stein bemooster. Genau, sieht man relativ einfach eigentlich. Und ich nehme doch den falschen. Bemooster, bemooster, bemooster. Nee, passt. Dachte, ich habe mich gerade verklickt. So, soll für den Moment reichen. Schauen wir mal, wie wir damit hinkommen. So, okay. Jetzt ist noch die Frage, wie hoch machen wir das? Aber eigentlich können wir es... Komm, wir machen... Wir ziehen es durch. Wir machen hier einfach mal... Der ganze Raum hier drüben ist einfach... Ist einfach Spawner. Wobei ich es wahrscheinlich wirklich viel zu gut meine. Ist aber nicht schlimm. Lieber so, als dass nachher die Hälfte irgendwie in unserem Keller spawnt. Da habe ich auch keine Lust drauf. Wenn ihr versteht, was ich meine... So, okay, hier, bis dahin. Na, komm. Klack, klack, klack. So. Bis wohin müssen wir? Hier. Okay. Auch interessante Art zu bauen, finde ich. Okay. So, dann könnten wir eigentlich... Oh, hier habe ich einen vergessen. Könnten wir eigentlich... Und das mache ich jetzt auch mal. So. Bitte haut mich jetzt nicht, weil wir hier... so lange gebraucht haben. Aber sieht einfach cooler aus, wenn in dem Spawner hier so ein bisschen was Versifftes drin hängt, finde ich. So, und hier machen wir das genauso. Die Decke lassen wir. Ja, klack. So. Okay, dann haben wir das und jetzt ist die Frage, können wir Glas irgendwie so schisseln, dass es cool aussieht? Naja, ich will ja auch noch durchgucken können. Wir schauen mal, wie sieht denn das aus? Nee, das ist doof. Das Schöne ist, wir können das nämlich jetzt trotzdem abbauen, oder? Ja, mit dem Schwert nicht. Ah. So, okay. Es ist doch kaputt gegangen. Na, wie blöd. Und wie war denn das? Konnte man klares Glas schisseln? Nee, ne? Okay, also nochmal hoch. Haben wir hier noch irgendwo klares Glas rumzufliegen? Also nicht. Glas. Tank. Okay, dann gucken wir mal unten. Wie kein klares Glas mehr? Kann doch nicht sein. Muss ich jetzt wirklich nochmal irgendwie... Klares Glas.
Klares Glas ließ sich nicht chiseln. Okay. Gut, dann müssen wir einfach uns im Klaren darüber sein, was wir hier machen. Was ist das? Verliesglas. Na, das klingt doch gut. Wartet, wir machen aber jetzt hier nicht... Wir machen mal nur zwei. Nee, Quatsch. So, wir machen mal nur zwei. Weil nicht, dass wir uns dann hier wieder anmeiern. Dann hole ich mal noch ein bisschen Glas. Ich kann nämlich ganz schwer nur einschätzen, mit wie viel wir da hinkommen. Aber wir pennen nochmal eine Runde. Einfach, damit sich unser Energiespeicher wieder schön füllen kann. So, okay. Wir hatten hier auf jeden Fall noch Glas drin. Glas, Glas. Was haben wir jetzt hier noch alles auf Tasche? Eine ganze Menge. Hier können wir mal... Ja, pulverisiertes Zinn. Haben wir noch irgendwas, was hier wichtig ist? Eigentlich nicht wirklich. Naja, komm. Oh, ist schon voll. Zack. Zack und zack. Gut. Nein, falsche Richtung. Da lang. Ach, du großer Gott. Das war natürlich eine ganz phänomenal tolle Geschichte. Gut, das könnte spannend werden. Spinnen, kommt mal her. Nächste Spinne, komm auch bitte her. Diese blöden Hexen, ey. Ich kann sie nicht leiden. Haben sie uns schon getroffen? Nein. Oder haben sie uns doch getroffen? Langsamkeit, natürlich haben sie uns getroffen. Ich sollte vielleicht hier mal noch ein paar Fackeln reinsetzen. Da. Solange wir nicht da sind, dass hier wenigstens nicht zu viel Crap spawnt. Okay. Spawn, was haben wir hier noch? Einfangen. Okay. Interessant. Hätte man damit jetzt ein... Damit hätte man einen Enderman fangen können. Oder? Hm, keine Ahnung. Gut, wir wollten mal gucken, wie das Glas aussieht. Nämlich dieses hier. Könnte man das nehmen? Ach, ich weiß nicht. Man kann dann nicht so gut durchgucken, oder? Hm, wir gucken mal, was wir noch haben. Schönes. Was haben wir denn hier noch? Blasenglas. Dickes Glasgitter. Ah, wir können uns ja ein bisschen austoben. Glas ist ja jetzt nicht das teuerste von der Welt. Ich glaube, das nehme ich. Dann haben wir hier am Rand so ein bisschen komisches Zeug. Aber wie das scheint, scheint sich das hier zu verbinden. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man, wenn man Glas schisselt, dass man das dann abbauen kann. Dass sich das also ähnlich verhält wie bei... Ah, das passt. Und wenn ich das jetzt hier hochbaue... Ah, okay, nice. Dass sich das ähnlich verhält wie bei den Dingens. Dingens? Machen wir hier noch einen Rand rein. Bei den Steinen hier, ne? Weil normalerweise Stein würde ja auch zu Cobblestone werden. Aber wenn er geschisselt ist, nicht. Okay, so. So, okay. Zack, 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 zack. Sind wir doch wieder dabei, einen Raum zu bauen. Aber gut. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, wie und was wir hoch zubauen. Habe ich hier schon wieder was gehört. Weil irgendwo muss ja der Grinder noch rein. Und die Energieleitung müssen wir noch legen, aber deswegen können wir ja trotzdem schon mal hier so ein bisschen was bauen. Okay, damit ist das Glas dann auch schon alle. Ne, ich nehme mal einen 64er Stack. Zurückschüsseln kann man immer noch. So, zack, zack, zack.
Okay. Wo ist denn die Mitte? Die ist da. Dann wird hier der Grinder hinkommen. Kommt hier der Grinder, dann können wir hier zumachen. Und dann lassen wir hier doppelt offen. Weil dann können wir nämlich noch durchlaufen und wir können den Grinder setzen. Aber hier die Seite kann ja zu. So, dann kommen wir hier nämlich durch. Kommen hier rein, können den Grinder hier setzen. Und hier vorne, ich glaube, hier vorne setze ich auch noch eine kleine Ebene ran. Aber mit was oder womit? Da könnten wir vielleicht die jetzt hier mal benutzen. Sind das überhaupt die? Ja. So. Okay. Gut, dann müssten wir mal schauen, dass wir die jetzt hier setzen. Na geil. Das ist genau verkehrt rum. Kann man darauf setzen, wo man steht? Ja, okay. Wir fangen mal anders an. Wir müssten ja spätestens ab hier müssten wir vor den Grinder gehen. So. Okay. Glück. Ach so, darauf kann man wahrscheinlich keine Fackeln stellen. Vermute ich einfach mal. Dann hängen wir mal da noch was an die Wand. Und wir kommen auch damit bei weitem nicht hin. Mal ein bisschen ausleuchten hier, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt gleich wieder hochgehen und dann wieder runterkommen, hängt hier wieder alles voll mit Monstern. So, okay. So, zack. Okay, hier müssen wir dann irgendwie, wenn wir hier so zack einmal außen rum. Okay, das kriegen wir aber hin. Gut. Gut, 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 gut. Okay, der Spawner kann aber tatsächlich auch erst laufen, wenn wir Stroh haben, ne? Ah, Mann, 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 Mann. Okay. Nichtsdestotrotz ist die Folge jetzt vorbei. Wir werden den Spawner in der nächsten Folge weiterbauen. Ob wir ihn dann schon komplett fertig kriegen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber wenn wir schon rauskriegen. Alles klar. Judith, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.